So, das ist der Jonas. Und weil der Jonas so ein krasser Teamplayer ist, hat er gesagt, wir müssen jetzt unbedingt raus und müssen das Teamplay-Event, Teamarbeit spielen in Pokémon Go. Wir sind zu dritt. Pupsi ist nämlich auch dabei. Ramse ist dabei. Ich bin dabei. Wir sind alle dabei. Was noch dabei ist, diese richtig genialen Luko süßen Bananenstreifen. Kennt ihr die? Guckt mal, wie die aussehen. Das ist original für Team Gelb und die sind richtig lecker und richtig edel. Und wo haben wir die her? Aus dem Aldi. Da müsst ihr immer gleich so einen ganzen Batzen nehmen und essen und dann gucken wir uns gleich mal an auf dem gelben iPhone, wenn wir die gelben Streifen gegessen haben, was wir für Aufgaben haben im Teamplay. Wollen wir einen Spaziergang machen zum Teegut? Wahrscheinlich will sie sich Dirty holen. Dirty! Und dann, ja, keine Ahnung, ein paar Aufgaben erledigen und so. So, ich bin jetzt in-game. Da sind meine Teammates. Wir müssen jetzt erstmal ein Team erstellen. Und zwar geht ihr dazu ja natürlich immer hier drauf. Macht hier oben Team. Geht auf Team erstellen. Soll ich dir den Code sagen oder willst du es abscannen? 225. Ja, das Scannen klappt nämlich irgendwie immer nicht. Also wenn ich... Diesmal klappt's. Ist das bei euch auch manchmal so? Ihr haltet das 3 Stunden lang drüber, es passiert nichts. Ist bei ihrem Handy, manchmal gibt's Probleme. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Dann müssen wir sowieso eine Teamaufgabe lösen. Verwende 20 Bären beim Fangen von Pokémon oder lande 25 gute Würfe. 25 gute Würfe möchte sie. Drücke ich, kein Problem. Und die Aufgaben, die wir eigentlich haben in dieser Teamforschung, sind nämlich im Heute-Tab zu sehen. Gewinne 3 Raids. Mit einem Team, dadurch, dass das der Free-to-Play-Account hier ist, kann ich natürlich nur jeden Tag einen machen. Wir müssen also 3 Tage jetzt im Team zusammen einen Raid machen. Setze 5 sehr effektive Ladeattacken mit einem Team ein. Das geht im Raid oder auch wenn ihr eine Arena angreift. Fange 30 Pokémon mit einem Team, das passt. Drehe 30 Pokestops oder Arenen im Team, das passt. Erkunde 3 Kilometer mit einem Team, das passt. Wenn man jeden Tag eh zum Raid laufen muss, schließe 3 Team-Herausforderungen ab. Das ist ja das, was wir gerade ausgewählt haben, zum Beispiel 25 gute Würfe. Jetzt kann ich schon mal hier drehen. Und hier kann ich auch drehen. Und dann habe ich schon mal 2 Dreher, oh mein Gott. Wenn du jetzt nochmal drehst, zählt das dann da dazu? Nee, weil das zählt ja nur für jeden selber. Das heißt, ich muss 30 selber drehen und 30 Pokémon selber fangen. Im Team oben, die Team, in der Team-Herausforderung zählt das als Team alles, aber für eure Forschung zählt nur euer eigenes, so ungefähr. So, wir laufen jetzt mal ein Stück und gucken mal, was passiert. So, mein Plan ist ja eigentlich, weil am Donnerstag Raid Boss Wechsel ist auf Terrakium, heute ist Mittwoch, Lucario ist weg, heute ist aber Rizeros in den Raids, dass ich einen Dreier-Raid mit Rizeros machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich heute einen finde. 12.40 Uhr geht hier einer auf, ist halt immer das Problem. Dreier-Raids, wenn du ein bestimmtes Pokémon brauchst, ist gefühlt dann mega selten. Wir gucken mal, ob wir heute einen schaffen. Dann würde ich den reinschneiden, ansonsten halt nicht. Ne? Kann ich ja dann nicht. Gleichzeitig ist auch wieder hier Showcase aktiv mit den Paldea-Startern. Ich habe zum Glück 3 unterschiedliche gefunden. Hätte auch 3-mal Krogel sein müssen, dann hätte ich immer nur Krogel aufheben müssen und die anderen alle wegschmeißen. So muss ich alle 3 Starter aufheben, momentan Platz 1. Das ist auch nur am Mittwoch aktiv. Das startet am Mittwoch und endet am Mittwoch 20 Uhr direkt wieder. Ist auch selten. Obwohl zum C-Day habt ihr ja auch manchmal, dass 14 Uhr Showcase anfängt und 17 Uhr Showcase aufhört. So, wir tüten jetzt hier mal was ein, was sitzen hier, was cool ist. Hier, Monozyto. Gab's auch letztens seit dem Psycho-Event als Shiny. Habe ich keins. So, jetzt hat man die glorreiche Idee. Da ist eine blaue Arena, wir können die ja mal angreifen. Aber gucken, was drin sitzt. Saß ein Kleinstein drin. Ja, nimmst du halt Wasser-Pokémon mit WP10 oder so. Pupsi greift an. Ich denke, warte, ich will doch auch die Aufgabe machen. Geh mit rein. Kaum bin ich drin, ist das Ding tot, weil ich einmal draufgehauen habe mit. Es kam nicht mal dazu, dass man den Charge-Move macht. Das war also total sinnlos. Dann hat das Ding auch nur 36 WP gehabt. Macht lieber Raids. Jeden Tag ein 5er-Raid, ne? Da könnt ihr eure sehr effektiven Ladeattacken rausholen, das passt. Wir haben jetzt aber die Aufgabe hier fertig mit den 25 guten Würfen. Ich habe 18, Pupsi hat 7. Haben da schon 1 von 3 fertig. Jetzt drehe 20 Pokestops, verwende 20 Bären oder fange 25 Pokémon. Wieso nimmst du nicht 20 Stops? Weil mehr Pokémon sitzen als Stops. Aber wir müssen eh Stops drehen. Hier sind nämlich genügend. Da kann man mal so tun.
Sind wir jetzt hier bei 7? Sind wir jetzt hier bei 8? Ja, toll. Jetzt hat es gelbe Arena gemacht und die wird schon wieder bekämpft. Muss ich mich auch noch mit reinsetzen. Jetzt geht's bestimmt nicht, weil... Pass auf, Arena-Angriff läuft. Dieses dreckige Spiel, ne, warte. So, während Sandra sich gerade aufregt, dass die Halle, die Multihalle jetzt einen richtigen Namen hat, ne, haben wir mal hier dieses Bubungus weggesnackt. Nein, keine Ahnung, da saß einfach ein Shiny und habe ich gedacht, ja, das muss ich filmen. Bubungus Shiny, habe ich noch nicht gehabt, wurde letztens auch eingeführt. Können wir jetzt mal mitnehmen? Ja! Zack. Boah, Ignivor macht den Ball, köpft ins Tor. Ignivor, noch ein Tor. Heißt er überhaupt Ignivor? Ich nenne ihn immer nur Igor. Bei mir heißt er ja gerade Schäfer24, aber das hat andere Gründe. Wir können das Ding mal bewerten. Ist schlecht. Perfekt. So muss das. So, nach dem Shiny haben wir jetzt natürlich auch die zweite Herausforderung fertig. 15-10. Pupsi holt auf. Wir holen mal ab. Es gab wieder Staub. 30 großartige Würfe. 25 Pokémon in Hyperbällen. Und da landen 20 fabelhafte Würfe. Das ist ja richtig cool. 30 großartige Würfe. Und da sitzt noch ein Iswo. Den drücken wir auch mal an. So, kleiner Zwischenstopp beim Bäcker. Denn Jonas will eine Salami-Brezel. Hallo. Jetzt gibt es sogar Prime-Teegut, weil es das Gefühl jetzt wahrscheinlich überall gibt. Aber ihr greift besser zu Heineken oder zu Carlsberg, denn das sind die besten Energies ohne Süßungsstoff mit Zucker. So, ich habe auch keine Ahnung, was Spundekäse ist von Schwälbchen. Schwälbchen hat hier diese grüne Soße im Becher angeboten und verkauft. Da Spundekäse, original Winzerart. Kennt ihr Spundekäse? Da ist ein Brot. Da ist eine Brezel drauf, eine Salzbrezel. Was ist Spundekäse? Tun wir es mal wieder weg. Bis ihr gesagt habt, was das ist, dann nehme ich es vielleicht mal mit. Im Teegut gibt es auch immer richtig gute Burger, wie dieser Big Chicken Cheese oder The Big Beef Classic. Die habe ich, glaube ich, beide schon getestet. Ich weiß aber nicht, ob das schon online ist. Das Ding hier habe ich mir auch schon mal geholt. Habe ich auch schon getestet, habe ich aber noch nicht hochgeladen. Von Pizza Wolke, ne? Another One Bites the Crust. Das seht ihr also irgendwann mal. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich hier gesehen. Seht ihr dann. Grüße an Hannes. Jetzt habe ich erst mal gesehen, ich bin am Obatzda vorbeigelaufen. Kennt ihr Obatzda mit Lauchzwiebel? Oder klassisch, ne? Das weckt Erinnerung an die Zeit in München beim Hannes. So, und das ist jetzt hier diese Salami-Käsebrezel vom Bäcker, die der Jonas unbedingt wollte. Ich beiß mal rein. Ich probiere jetzt einfach mal ein Stück, dass ich auch weiß, wie die schmeckt. Weil der isst sie ja dann. Mann, ist es wieder doof hier mit Sonne und Schatten und alles gleichzeitig. Schmeckt nach Salami. So, ich sehe zwar absolut überhaupt nichts, aber die dritte Aufgabe ist fertig. Okay. Hä? Eben stand da noch 20-10, jetzt steht da 0-0. Perfekt. Fange 25 Pokémon, 20 Pokestops, 25 Würfe. Die nimmt nie die Pokestops. Dabei müssen wir doch noch Pokestops machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall die drei Challenges während einer Teamsitzung absolviert. Das passt. Das mit den sehr effektiven Ladeattacken, das passt nicht, das geht nicht. Das bringt nichts, wenn man Arena angreift. Ihr müsst halt zusammen als Team einen Raid-Boss angreifen, denke ich mal. Der Raid, den ich eigentlich machen wollte, ach man, ist ein Pelipper geworden. Hier ist ein Rizaros. Aber nur noch 9 Minuten und so weit weg, das schaffst du nicht. Ich werde also als Raid, wir werden dann einfach irgendwas Sinnloses machen, ich weiß noch nicht was. Vielleicht irgendwas, um halt meine Trainer-Hoffnungsmedaille zu pushen. Morgen ist ja dann Terrakium da, Community Raid. Und am Freitag hätte ich dann den dritten Raid. Da könnte ich ja mit Hannes und Pupsi den Terrakium vielleicht als Raid hier noch kurz mit reinbringen und gucken, was das ist. Dass ich wenigstens auch einen Raid hier mit drin habe. So, ansonsten sind wir schon einen Kilometer gelaufen. Brauchen noch 10 Stops. Müssen halt immer noch die drei Raids machen. Bruder! Da sitzt Kroke, der Boss. So, eigentlich wollten wir Hannes ja vom Bahnhof heute abholen, aber traurige Nachricht, Hannes wird heute nicht kommen.
Damit ihr das besser verkraften könnt, hier was Süßes für zwischendurch. Er ist gerade aufgewacht, er hat nämlich gerade geschlafen. Hannes, wir denken an dich. Jonas, grüß dich. Hannes, gute Besserung. Wir wollen jetzt am Freitag, am dritten Tag, noch einen Raid machen. Der ist hier im Park. Dann laufen wir kurz hin, dann lade ich schnell ein und machen die Teamforschung fertig. Eigentlich sollte Hannes mit ins Video, wir wollten den Raid zusammen machen. Aber Hannes kommt heute nicht. So, weil es sehr kalt ist, laufen wir natürlich, sobald der Raid losgeht, direkt wieder zurück zum Auto. Ich möchte euch aber kurz die Arena hier mal zeigen. Das ist hier dieses Denkmal, dieser Brunnen, dieses Ludwig-Bechstein-Fountain. Das ist ja normalerweise an, da plätschert das Wasser raus. Jetzt ist es aber abgestellt. Ihr habt halt überall die Blätter daneben. Wir sind jetzt 10 Leute, die in dem Raid drin sind. Ich kann hier mal kurz zeigen. Habe wieder ein Team genommen mit 6 unterschiedlichen Pokémon. Ich habe eine Aufgabe, ich muss 30 Raids gewinnen mit einem Team aus Pokémon, wo 6 unterschiedliche Pokémon drin sind. Jetzt hauen wir hier drauf, laufen das Stück zurück. Ich weiß nicht, wenn der Kampf nicht so lang dauert, können wir den vielleicht sogar ganz drin lassen. Muss man hier komisch mit der anderen Hand auf diesen Button drücken, dass diese Ladeattacke, die heftige doppelte Ladeattacke dann rausfliegt. Die angeblich ja eh nur einmal geht, aber immer wieder die sich auflädt und immer wieder dann doch mal 2 dort steht. Also ich blick's immer noch nicht. Könnt's mich gern nochmal aufklären. Ansonsten ist es herbstlich, es ist trotzdem ein bisschen kühl, kalt an den Händen. Zieht euch eine Jacke an, zieht euch eine Hose an, das ist wichtig. Morgen ist Sea Day, bin ich mal gespannt, was das wird. Das Ding ist jetzt tot. Ich gucke noch kurz, ob es ein Shiny ist oder ob es gute IV hat. Dann fange ich's in Ruhe ohne euch und melde mich zurück. Wenn ich dann die Belohnungen noch abhole von der Teamplay-Forschung, also der Team-Zusammenarbeitsforschung. Hier ist jetzt auch fertig, gewinne 3 Raids in einem Team, ist fertig. Es hat 2066, dürfte glaube ich nicht gut sein. 2113 müsste das 100er sein. Wie viel hat deins? 2094, ich kann aber ganz kurz. Ich habe die Nudel eingepackt. Hier ist die Nudel. Da können wir auch mal kurz drauf gucken, wie viel der hat. Kein Shiny, 2071. So, wir fangen in Ruhe, gehen ins Auto, machen wieder warm und dann holen wir noch schnell die Belohnungen ab. So, da wir gerade von unserem Parkplatz vertrieben wurden, habe ich jetzt noch mal kurz hier gehalten, denn ich möchte noch die Sachen abholen aus der Forschung. Dafür gehen wir noch mal hier ins Spiel, drücken hier drauf, Teamarbeit, die Teamarbeitsforschung. Wir haben jetzt hier 3. Was ist das? Lade-TMs, okay. Ein Glücksei, ein Raid-Pass. Den werde ich nochmal für Terrakium nutzen, denn bei Terrakium möchte ich einfach, ja, jeden Tag den täglichen Raid-Pass machen. 2500 EP, 1000 Staub. Hier eine Pokémon-Belohnung mit Fukano. Warum da jetzt ausgerechnet Fukano drin ist? Mein Gut. Das ist ja, hat ja irgendwie mit Paldea zu tun, deswegen sind auch überall die Paldea-Starter. Jetzt ist ja Fukano in der Form, das ist ja auch hier die Paldea-Form. Der ist auch relativ gut. Haben aber noch ein was zum Abholen. Unten nochmal 5000 EP, 2000 Staub. Und jetzt ein Partyhut-Waumbel. Dann nehmen wir dieses Partyhut-Waumbel auch mit. Perfekt. Und heute ist auch schon wieder der nächste Showcase mit den Paldea-Startern. Das war jetzt gestern, vorgestern, heute. Morgen ist ja dann mit Voltilam am Sea Day Classic. Und dann ist am 26. und 27. glaube ich auch wieder mit den Startern. Also die gehen gerade richtig gut ab. Ich kann natürlich meine Platin-Medaille pushen. Das ist sehr gut, weil die brauche ich ja. Damit ich irgendwann mal das Level up habe. Und dann, ja, keine Ahnung. So, wie hat es euch gefallen? Wie findet ihr das Team-Play-Event? Ich finde, es macht Spaß, zusammen mit jemandem, gerade mit der Freundin oder mit einem Kumpel oder mit einem Zweit-Account oder mit irgendwelchen Reisenden zusammen Teams zu bilden und zu spielen, auch wenn man trotzdem gefühlt alleine steht, wenn man mit einem Zweit-Account oder mit Reisenden spielt. Aber wenn ihr jemanden habt, ist das bestimmt eine richtig tolle Sache. Konntet ihr das nutzen? Konntet ihr die Forschung machen? Schreibt es mir rein. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses und euch viel Spaß morgen beim Sea Day und ein paar Voltilam Shinies. Ampharos, Mega-Entwicklung, ist nützlich, ist gut. Nehmt da Bonbons mit. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.